Herzlich willkommen zum Gipfeltreffen. Wenn man schon von Elmau aus im Werdenfelser Land 1,5 Stunden hinaufgegangen ist, dann kommt man an diese Alm, an die Wettersteinalm. Und von da aus gingen wir heute hinauf auf den Schachen. Ja, grüß euch! Servus, Seppi! So geht es schon mal los. Immer mit dem Gast. Servus! Sag, servus, bist du schon herum heute? Ja, grüß euch! Hey, servus! Servus, grüß dich! Der ganze Stammtisch. Grüß euch. Habt ihr schon Stammtisch gehabt, oder was? Der Seppi, wir haben. Ja. Grüß dich. Wir haben uns erst gesehen. Mensch, alles Gute zum Geburtstag! Ja, der hat heute Geburtstag! Alles Gute zum Geburtstag! Seppi, Mensch, weißt du, weißt du was? Haben wir noch gesagt, der Christian sagt, der Seppi hat heute Geburtstag. Natürlich, ich Idiot! Und drum seid ihr herum. Ich muss sagen, wenn ich es nicht ganz falsch verstanden habe, der Kleine kommt sie heute. Nein, das wissen die doch. Da soll ich noch wieder gescheit hinkommen. Weißt du, der Seppi ist unser bester Freund. Musst jetzt du hör wissen. Auf. Ja. Seid ihr so nah bester Freund. Freund. Ja. Ich pass auf sie auf. Also, für dich. Du, der Christian rührt sich, gell? Für dich. Wir gehen nur am Schaffen. Servus, für dich. So ist es, wenn man mit dir in die Berg geht. Ja, du, das sie, war ein Zufall, was? Jetzt haben sie natürlich den Gast auch schon erkannt, Rosi Mittermeier. Und wir gingen halt auf den Schachen auf und dann von dort aus auf Fraueneipel. Du rennst aber ganz schön los. Ja, das ist eine Kugelblume. Was heute ganz speziell ist, du bist allein unterwegs, ganz ohne Christian. Ja, das ist nicht so oft, aber auch. Gibt's ja, natürlich. Hat er mir vertraut, hat er gesagt, heute darfst du mal hergehen. Ja, der kennt dich, gell? Der hat gesagt, dass du ein gefährlicher Mann bist, hat er gesagt. Ich soll gut aufpassen. Ja. Was ist da eigentlich lieber? Mit dem Christian gehen oder einmal ohne? Na, sagen wir, mit dem Christian gehen in die Berg, das ist mir eigentlich schon ganz recht, weil das ist ja hier sein. Sei geil, sagen wir mal, wo er sich auskennt und wo er jeden Weg weiß. Und früher ist der mit seinen Eltern und der Vater war ja Bergwachtarzt, der Gocki. Bist du eigentlich auch schon da daheim, Rosi? Du bist ja in der Winkelmosalm groß geworden. Und bist du in Reitenwinkel und im Chiemgau da hinten daheim? Du, jetzt sind wir ja 30 Jahre. Ja. Wohne jetzt da. Und jetzt kann man schon sagen, ich bin da daheim. Und mir gefällt es auch da wirklich so gut. Ist eine Heimat geworden für dich? Ja, absolut. Und weil da sind unsere Kinder aufgewachsen, das ist klar. Und die Freunde, die man gesehen hat. Und die Freunde alle, ja. Haben die Garmischer und die Patenkirchner, haben sie die akzeptiert? Ja, sofort. Weil oft sagt man, ja, das mag schon sein, aber die ist halt von daher, wo die her ist. Und wir sind von daher, wo wir sind. Nein, ich hab also das ist ja immer so, Garmisch und Patenkirchen, das sind ja doch zwei verschiedene Menschen, sagen wir mal. Ja. Und ich hab's eigentlich ganz gut, weil ich bin da überhaupt frei von dem Ganzen und möchte eigentlich immer, dass sie alle gut verstehen und zusammenbringen. Wenn du im Ort einkaufen gehst, bist du da die Promi-Rosi, die Gold-Rosi, oder gingen die meisten Leute normal mit dir um? Du, ganz normal. Das sind eigentlich nur so die Gäste, die Fremden, die halt, aber so im Ort selber sind sie das gewohnt, dass ich da bin. Und da habe ich überhaupt ganz, bin ich ganz. Vielleicht ist es sogar ein bisschen besser, wie jetzt, sagen wir mal, wenn ich auf der Winkelmoosalm wohnen würde, weil da sind ist der Ort ein bisschen größer und dann kann man sich doch ein bisschen zurückziehen, ohne ein bisschen dass man Anonymität hat. Genau. Stimmt das eigentlich, dass ihr damals nach deinem Olympiasieg gar keine Ruhe mehr gehabt habt, dass ein richtiger Tourismus auf die Winkelmoosalm losgebrochen ist, wo die Leute durchs Küchenfenster reingeschaut haben, ob ihr da seid? Ja, ja, da ist praktisch um unser Haus kein Gras mehr gewachsen. Da sind wir jetzt auf der Wettersteinalm. Da ist eine ganz nette, die Ingrid Wirtin. Müssen wir schnell reinschauen. Magst du schnell reinschauen? Ja, weil wenn wir nicht grüßt, sagen, ist sie doch. Ist sie beleidigt? Dann juhu! Grüß dich! Du, wir wollen jetzt sofort einkehren, aber
Aber die lassen mir keine Zeit. Ein kleines Kaffee. Grüß dich. Geht's dir gut? Ja. Heute ist unser erster Tag. Ich bin der Werner. Ja. Macht's heute auf, gell? Ja. Wir sind heute gestern also haben wir drauf. Ja, und haben wir ja Glück. Und der Seppi war jetzt herum, gell? Ja, der hat mich jetzt heute schon so überrascht, dass ich gesagt habe, also weißt du was, also du bringst mir heute schon meinen ganzen Plan durcheinander. Ingrid, für dich, ja. Und einen schönen Sommer. Ja, wir kommen schon raus. Für dich. Servus. Ja. Für dich. Du kennst, glaube ich, wirklich alle da herum, gell? Ja, schon. Die Ingrid, die ist ja schon lange die Tochter. Die ist auch unten im Geschäft. Aha. Aber die, und vor allen Dingen, die Geschichte ist nett, weil ihr Mo, der Kreu Luis, ja. Und der Bub heißt Luisi, der Mo heißt Luis. Ja. Und der hat da so Fackeln und so Schwindeln. Und der hat mir erzählt. Da haben wir auf der Alm. Ja, da ja, sind die dann. Und die tut der mit Sonnencreme einschmieren, dass die keinen Sonnenbrand kriegen. Ja, wirklich. Mit Sonnencreme? Wahr. Mit Sonnencreme, ja. Ja, hilft das ich was? Hab auch gesagt, du tust mir doch. Ja, anscheinend. Rosi, wir sind deine ältesten Bilder der Erinnerung. Seid ihr in den Kindergarten gegangen? Nein. Hat es nicht gegeben, gell, für nein, euch? Nein, Kindergarten war haben wir mal. Eigentlich nicht gebraucht. Aha. Weil die Eltern haben dann, also 1960, da war ich dann. Also 10 aha. Haben die also Studentenheim übernommen von der Technischen Hochschule Hannover. Also da sind wir dann ein Haus weitergezogen. Aha. Damals von der Passauer Hütte. Das war ja nur eine Sektionshütte und ein öffentliches Gasthaus, wo die Mutti gekocht hat und danach eben immer für 60 Studenten. Und das war natürlich auch für uns Kinder ein Wahnsinn, weil ja, wir sind unter so vielen jungen Leuten aufgewachsen. Habt ihr da schon mithelfen müssen, als kleine Dirndln daheim? Ja, immer helfen müssen. Ja, was hast du gemacht? Ja, abtrocknen, Kartoffelschälen, jeden Tag 2 Eimer Kartoffeln. Und da waren die Eltern streng? Ja, das ist nicht anders gegangen. Das war ein Familienbetrieb. Ja. Wir haben schon Hausmädeln gehabt zwar, aber trotzdem hat man da immer hinlangen müssen. Ja. Und ich habe ja dann da auch gelernt, Lehre, Hotelfachfrau. Dann im elterlichen Betrieb genau. Auch gearbeitet, gell? Und dann hab ich, und dann bin ich halt in die Berufsschule nach Traunstein gegangen. Ja. Und bin aber nebenbei schon natürlich Ski gefahren. Du hast ganz früh schon angefangen, gell? Da wäre ich so 2, 3, oder? 3 gewesen, sein, ja. Ja. Und da ist man immer Ski gefahren. Und das Lustige ist, da hat es einen Postboot gegeben. Und der Postboot, der hat Heini geheißen. Heini, weißt du noch? Ja. Freilich, weil mein Vati auch Heinrich geheißen. Ach so, okay. Und der hat mir ein Buckel Kraxel genommen, aha, auf die Schulter und hat dann mit mir auf der Winkelmoos die Post austragen. Meischi. Auf die Ski, weißt du, im Winter. Und da bist du bei dem am und das Buckel ist mir auch unvergessen, weil das war natürlich, wenn der gekommen ist, dem ist gar nichts anderes übrig geblieben, weil von dem bin ich nicht mehr weggegangen, den weil mich der mitgenommen hat, gell. Also alles in allem eine wirklich schöne Kindheit, oder? Herrlich, herrlich. Und ja? Im Sommer natürlich genauso. Wir haben in der Badhosen rumlaufen können, ohne Zwänge, ohne allem. Neben uns hat ein Kunstmaler gewohnt, der war Künstler, hat Beutel gemalt. Und natürlich auch nackte Frauen. Und meine Mutter hat immer gesagt, mei, die Kinder, die werden ganz verdorben. Aber das war es ja hat dann uns peinlich. Nichts geschaut. War eigentlich nichts geschaut. Nein, nein. Rosi, warst du eigentlich, wenn du so früh das Skifahren angefangen hast, warst du lieber in der Schule oder draußen am Hang? Überflüssige Frage wahrscheinlich. Ja? Nein, natürlich. Wir sind immer mit dem Vati jeden Tag in der Früh in die Schule gefahren worden mit dem Auto, weil wir waren ja da die. Ja, erst einmal war ich alleine. Die ersten 3 Jahre habe ich in Reit im Winkel gewohnt. Ja. Eigentlich bei einer fremden Familie und die haben mich dann voll als Kind aufgenommen. Ich habe dann Tante und Onkel gesagt, Tante Hedi, Onkel Schorsch. Hast du mal, weil du Skifahren? Weil, nein, wegen der weil Schule? Ich in die Schule gehen habe müssen. Ach, da bist du sozusagen ausgelagert worden, weil ja, von der Hütten runter in der Schule warst. Dann. Genau, und die ersten 3 Schuljahre, bis die Evi in die Schule gekommen ist, meine Schwester. Und dann war ich da natürlich voll das, wie sagt man, das Nesthackerl und bin sehr verwöhnt worden. Was hat man die Brotel in der Früh geschmiert und alles. Und am Wochenende bin ich dann immer mit dem Bus wieder heimgefahren
und nach Winkelmoos. Und aha, dann war natürlich da großer Betrieb. Weil da hast du nur dann die Eltern gesehen? Ja, und wie alt warst du dann da? Es ja, war die Grundschulzeit. Wahnsinn. 6, 7, 8 Jahre war ich da. Also das 3 Jahre, die ersten 3 Schuljahre praktisch. Aha. Und dann ist die Evi in die Schule gekommen und dann hat uns der Vati gefahren. In der Früh und mittags haben wir mit dem Schulbus wieder nach Winkelmoos gefahren. Der ist um 1:30 gegangen. Da haben wir dann immer in diesem Postamt haben wir da wieder auf Fußboden und Bank schon Hausaufgaben gemacht, weil da war Zeit. Und da war es natürlich immer ein großer Treff von der Jugend am Postamt in Reit im Winkel. Aha. Und dann sind wir mit dem Bus heimgefahren und ja. Und haben dann auch schon, sagen wir mal, so 1960, das erinnere ich mich ganz genau, weil, sagen wir so, jetzt so Fernseherlebnisse, ja, da ist die Heidi ins Quo Valley mitgefahren, meine ältere Schwester. Ja. Und das war natürlich da schon eine große Reise. Ja, ersten Olympischen Spiele für sie. Aha. Und da haben wir dann da schon im Fernsehen gesehen. Und da ist dann das bei mir gewesen, das möchte ich einmal. Ja. Ich möchte einmal nach Amerika fliegen, aha, weil das war natürlich damals schon für die Heidi oder für die Eltern auch, Mensch, so eine weite Reise ja, mit einem viermotorigen Flugzeug. Aber sie haben es weggelassen. So viel Vertrauen haben sie gehabt. Ja, ja, das auf jeden Fall. Meine Eltern waren ja überhaupt, muss man sagen, wahnsinnig großzügig. Ich bin mit 18 Jahren dann ganz allein schon nach Japan, 3 Wochen. Da war ich eingeladen, auch zu Skirennen. Und das haben die alles, da hat es gar nichts gegeben. Also haben sie Vertrauen gehabt. Ja, obwohl es manchmal ja streng waren, oder? Dann in der Erziehung. Der Vati, der war eigentlich gar nicht streng, denn der hat überhaupt uns gar keine schmieren können. Und meine Mutti war da eher, die hat gesagt, du, jetzt wird es Zeit, die Kinder werden so frech. Ist ja klar, wir waren ja Wirtschaftskinder, gell? Und da hörst natürlich schon viel. Und dann hat sie gesagt, du Heinrich, jetzt wird es mal wieder Zeit, die Kinder werden zu frech. Und dann hat der Vati aber nie erkannt, der hat dann immer nur gesagt, gut, Mutti hat gesagt, also ihr ist recht frech seid, gell? Einmal hat mein Vati gesagt, da haben wir nicht gefolgt am Skilift, da haben wir immer den Bügel zwischen die Füße genommen und das war gefährlich, weil man den oben vielleicht nicht rausgebracht hat und dann oben rum um das Radl gefahren ist, ist dann der Evi auch tatsächlich passiert an so einem kleinen Lift am Lotharhang, wo wir eigentlich Skifahren gelernt haben. Und dann hat er gesagt, jetzt, wenn es das nicht macht, dann gibt es ein Ohrwaschelrennerz. Dann haben wir, hey, das, was ist denn das, ein Ohrwaschelrennerz und so. Und dann, er hat uns natürlich keins gegeben, aber er hat gedroht der Evi ist es passiert und sie ist ums Radl gefahren und hat ein Loch im Kopf gehabt. War er eigentlich ehrgeizig? Weil du bist ja auch sehr früh sehr gut gewesen, mit 14 schon dann eingeladen worden zu Lehrgängen vom mein Deutschen Vati, der hat ja, Skiverband. Auch die Skischule in Winkelmoos hat der ja Skikurs gegeben. Ja. Und aus dem Grund war der natürlich auch immer am Skihang und hat uns das schon richtig gut gelernt, weil der hat das auch gesehen oder wenn wir dann auch schon unterwegs waren und im Fernsehen Übertragungen waren, dann hat der genau gesehen, hat gesagt, du, ein bisschen einseitig fährst du und die Ohrseiten machst viel besser. Hast du ihm geglaubt? Ja, ja, das habe ich Mädeln halt. Ja. Da, als Mädel, da ist der Vater der liebe Gott, gell? Der kann alles und der macht alles und das ist der Beste. Und ist auch natürlich, weil mein Vati 3 Töchter hat, nicht? Ist der auch wirklich bis ins Alter verwöhnt worden, ohne Ende. Ja. Meine Mutti ist leider früher gestorben und die Mutti, die hat auch durch die Wirtschaft halt auch wirklich viel arbeiten müssen. Der Papa, der ist ja alt geworden, gell? Der ist ja 97 Jahre geworden und die Heidi hat ihn die letzten Jahre versorgt, Gott sei Dank. Und die Evi, das war eigentlich ideal für mich, weil sonst hätte ich eine Zeit gehabt, dass ich da noch in dem, was ich unterwegs war oder was wir mit dem Christian machen, dass ich das machen hätte können. Schau mal, jetzt steht's da. Ja, das ist jetzt Schachenschloss. Ja. Schachenschloss. Ja. Stimmt, König das ist das Original vom König Ludwig? Also auch das Material, das ist alles noch so erhalten ist?
Du, ich schätze, das ist schon renoviert worden. Außen ist das schon alles neu. Ja. Aber innen ist es ja unglaublich. Das ist ja ein maurischer Raum mit einem großen Brunnen. Und das kann man auch besichtigen. Und es ist unglaublich, also der König Ludwig, sagen wir dem, der hat Bayern schon wirklich viel gegeben. Ja. Vor allen Dingen, dass er gewusst hat, an welche Plätze er was bauen muss. Ja, also das ist ja schon fast unverschämt, steht da drum. So die Kunst hat der, die Künstler hat der schon beschäftigt. Das war natürlich. Ihr zwei seid auch Hochkunst interessiert, gell? Viel Beutel haben. Ja, auch durch Christians Familie ist es ja klar. Das sind alles Künstler. Aha. Und das Schöne ist, dass unser Amelie hat wirklich das Talent mit. Der Tochter, die ist jetzt 30, oder sowas? Wie alt ist die Amelie? 29. 29, ja, 30. Ja. Was macht die vom Beruf? Modedesign macht sie. Aber ist auch künstlerisch gerade am Werk und möchte da was machen, möchte eine Ausstellung machen. Und ja, und arbeitet da auch an dem. Sie wohnt gar nicht bei euch, gell? Die wohnt in Berlin, die Amelie. Weggegangen. Ja. Hast du Kontakt mit ihr? Ja, klar. Die telefoniert. Wir telefonieren ganz oft. Ja? Ja, ja, klar. Und bist du ihr auch noch nahe? Also, ja, absolut. Die sind, ich rede mit dir über Probleme? Ja, sowieso. Über alles. Über alles. Ja? Ganz normale Familie. Da wird alles berät und besprochen. Na, es ist ja oft, dass wenn die Kinder in eine gewisse Distanz gehen, weggehen, dass man auch der Kontakt dann einfach ein bisschen, dass der schwindet, dass der dann. Nein, das ist bei uns ganz eng. Sie ist auch ganz gern immer wieder, kommt sie zu uns heim und ist selig und froh, dass man da gut schlafen kann und nicht einen Stadtlärm hat. Und, ja. Nein, sie ist schon also ganz sportlich. Mhm. Kann ganz auch gut Skifahren natürlich. Und, wir nehmen aber es dann bewusst so nicht den Wettkampfsport gewählt, sondern ganz anders mit hier. Ja, die ist am Anfang schon auch Skirennen gefahren. Und dann haben natürlich aber immer alle gesagt, ja, fährst du wie deine Mama und dein Papa? Mhm. Und dann hat sie gesagt, wir sind nur glauben, nein, besser. Weil sie es ja nicht gewusst hat. Ja. Und das war ihr dann wahrscheinlich ein zu großer Druck. Ja, der Familie. Weißt du, weil die einfach alle nur verglichen haben mit den Eltern. Und das ist beim Felix ein bisschen was anderes, dem macht das weniger aus. Ja. Aber der Felix ist, der ist auch, wohnt er noch bei euch? Nein, das ist ausgezogen, der Felix. Der Felix, der sagt mit Mama für Frühstück, Mama für Essen, Mama für Waschen. Also da kommt er noch. Und schlafen. Ja? Ach so, da kommt er vorbei. Ja, sowieso. Zum Essen kommt er und zum Waschen kommt er auch. Der Felix ist ja auch nicht viel daheim. Der ist ja im Training und ist viel unterwegs. Aha. Natürlich den ganzen Winter ist er nicht daheim. Ist ja klar, der kommt mit viel Wäsche. Hat aber eine ganz nette Freundin und hat eine Wohnung, wo er wohnt. Und ist ja klar, dass die Kinder kommen immer. Die Kinder kommen und die Kinder jederzeit kommen. Du kannst ja sagen, jetzt bist du ausgezogen, jetzt machst du dein Klump selber. Nein, ich bin eher so, dass ich mir denke, ich tue die Partnerschaft nicht belasten, das ist klar. Aber seine Freundin, die ist fleißig, die arbeitet viel und aus dem Grund helfe ich ihnen beide. Das ist ja ganz logisch. Bist du eigentlich so eine Mama, die überhaupt was abschlagen kann? Oh, schau mal. Jetzt siehst du, das ist jetzt ein Ausblick für die Partenkirchner. Denn da sieht man jetzt nur Partenkirchen und nicht Garmisch. Das ist wichtig für manchen, oder? Gibt es einen Garmischer Blick auch? Du, der kommt da dann, nicht, oder? Der wird dann später kommen. Da müssen wir weiter rauf. Sagen wir mal, von der Dreitorspitze weiß ich es genau. Da war ich schon um. Und da von meinem Schlafzimmer sehe ich ganz genau die Dreitorspitze. Da siehst du vom Schlafzimmer aus die Dreitorspitze? Genau. Oh, da sehe ich jeden Tag, aha, die Wolke oder nein, schönes Wetter. Kannst du ohne Berg leben überhaupt? Nein, schwer. Okay, schwer. Nein. Wenn du oben an einem Berg stehst und dann darunter schaust, alles so klar sagst, hey, was bist du eigentlich für ein Zwerg, gell? Brauchst alles nicht so wichtig nehmen. Apropos Zwerg, schau. Da gehen wir Kreuz gehen wir auf, ja. Frauenalpel. Schön, sehr schön. Ja, so kommt's da gleich her. Ja, packen wir's. Immerhin wollen wir noch hinauf aufs Frauenalpel. Ja. 76er Jahr in Innsbruck, das war dein Jahr, das Rosi-Jahr, wie man sagt. The Rosie Games. Ja. Hättest du damals, als du durchs Ziel gefahren bist, gedacht, dass das dein Leben so wahnsinnig verändert? Und zwar bis heute? Ich glaube selber,
habe ich mich gar nicht so groß verändert. Also meine Schwestern sagen so wahrscheinlich auch aus dem Grund, weil mit Heidi und Evi habe ich eine ganz enge Beziehung. Ja. Dann natürlich durch Skifahren habe ich einen Christian kennengelernt. Ja. Und der war ja da auch schon in meinem Leben, also schon viel früher, vor den Olympischen Spielen. Ja. Und ich habe eigentlich so ein Umfeld gehabt, das überhaupt nicht anders war. Nur habe ich aufgehört und bin dann natürlich in eine ganz andere Welt eingestoßen, eben in diese Wirtschaftswelt, war in Deutschland, in alle Städte, in alle Sportgeschäfte, zu sogenannten Verkaufsförderungen für die Skifirmen und so weiter. Du bist eigentlich zur Marke geworden, ja, ein bisschen selber. Es war dann schon richtig viel Termine. Da habe ich schon mal 3 Termine an einem Tag gehabt, wo wahnsinnig viele Menschen waren. Und dann habe ich schon irgendwo begriffen, Mensch, das lässt jetzt nicht mehr so einfach locker abstreifen, dass die Leute Interesse haben an einem. Oder also du, hab ich mir gedacht, okay, dann ist das auch eine interessante Geschichte. Ja, mal die andere Seite zu kennen. Kann man das eigentlich verstehen, dass sich dann so viele Menschen stellvertretend mitfreuen? Ja, du, manche jetzt erst so im Nachhinein erzählen mir ganz viele Leute solche Geschichten, die dann jetzt sagen, wissen Sie, damals habe ich wegen einem Unfall gebaut. Sag ich, mei, das ist aber schlimm. Und, oder ein Kind ist geboren und sie hat Rosi geheißen. Oder ein Essen nach mir, irgendein so ein Gulasch, wo man nur lächeln kann, weil die Leute Fernsehen geschaut haben. Oder halt lauter so nette Geschichten eigentlich, gell? Ist das Rheintal, oder? Ja, genau, das ist Rheintal. Ja. Das ist da. Unglaublich schön. Da geht's hinten rum auf Zugspitze, dann der lange Weg. Bockhütte, Rheintal. Ja. Angerhütte, gell? Was für ein gesegnetes Land, oder? Ja, sehr, sehr schön. Wahnsinn. So, wir sind mir doch kleine Würmerl. Ja, aber wir können runterschauen und können es genießen. Aber schauen wir zwei kleine Würmerl, gehen jetzt dann auf und haben einen schönen Tag. Wärst du heute noch mal die Karriere machen, also unter den jetzigen Bedingungen im Weltcup? Auf jeden Fall. Schon? Immer. Gibt es noch die Kameradschaft, das sind lauter Profis? Das erlebe ich am Felix, der hat so viel Freund und die Ausländer alle, der Lisa Ruh, der Swindal, der Herbstl, die Österreicher, der Pranger, das sind alles Spätzle. Ist da die Globalisierung bei den Sportlern da, oder? Einmalig. Also die geht einmalig über die Nationen hinweg? So ist es. Thomas Baldrosen. Ja. Frauenalpel. Oder Fraueneibel, sagen, glaube ich, die Garmischer. Fraueneibel für die Männer. Für dich ausgesucht. Ja, irgendwie, ich weiß nicht. Oder vielleicht doch für die Frauen. 2-3 irgendwas. 2300, das hat er, glaube ich. Ah, ja, schön. Also schon ganz schön. Und der Kreis ist da. Schau, jetzt sind wir da. Ja, schön. Rosi. Sehr schön. Was sagt man am Berg? Bergheil. Aber wunderbar, sehr gut. Schöner Berg. Ja, schöner Weg. War danke, dass du mit drauf bist erstmal. Jetzt gibt es ja eh noch Brotzeit, aber Brotzeit. Eine große Christian, Freude. Der Christian wird sagen, sag mal, hast jetzt du da kein Gipfelbuch gefunden? Aber oh, da ist jetzt noch kein Gipfelbuch. Das Gott sei Dank, weil der lacht mich aus, wenn ich ins Gipfelbuch schreibe. Warum? Schreibst du aber schon einen mal. Ja, freilich schreibe ich immer nein, aber er schreibt nicht nein und sagt, geh. Da gehen wir doch wieder rauf. Aber ich finde es irgendwie nett, weil die anderen Leute schreiben ein, und dass man nein schreibt, der sonnige Tag. Schreibst du immer was und anderes, oder? Nein, ich schreibe immer das Gleiche. Ehrlich? Ja. Darf man das wissen, was, oder ist das geheim? Ich schreibe immer Denken an Amelie und Felix. Denken an Amelie und Felix. Genau. Ist das jetzt auch so? Genau, so ist es, weil die sind woanders. Und dann wünscht ihnen einfach, dass es ihnen gut geht. Genau. Und das ist auch mal so lieb. Weißt du was? Zur Brotzeit. Jetzt sitzen wir uns aber wohin, gell? Da ist es ein bisschen schwer zum Hocker. Lass uns da auf die Kuppen sitzen, da haben wir einen schönsten Ausblick. Und dann hast du was dabei zum Ozean? Zum Ozean. Zum Essen. Essen und zum Ozean. Weißt du was, magst du eine Matten unten drunter haben? Zur Brotzeit. Ja. Oh,
hast ein bisschen einen Hunger und einen Durst. Ja, na freilich, das ist weltbekannt. Fleischpflanzeln. Ehrlich, weißt du von das? Dir? Ja, klar. Magst du erst was trinken? Meinst du, ich habe deine Sendung noch nie gesehen? Meine was Schwestern haben mir schon verzeiht und gesagt, du, der macht gute Fleischpflanzeln. Sag ich ja. Das ist ja auch ein Ding. Ja. Zuerst ein bisschen Brot. Ja, sehr gut. Sollen wir es da herrichten? Schau, ich habe ein Brettl da. Brettl gleich, du bist klar. Ja wahnsinnig. Gehen wir das Brot einfach mal her. Ja, genau. Magst du zuerst was trinken oder erst was essen? Du trinken war gut, ich habe zwar ein bisschen voll. Was drauf. Also, ich Wasser, ja. Apfelschorle oder ein Schluck Bier. Hat dir das der Christian gesteckt, gell? Das hat der Christian. Stimmt. Ja, der Christian, der nimmt immer ein Bier mit, ein Flaschelbier oder also in der Dosen. Und dann ein Schluck, weil für Fleischpflanzl passt ein Bier. Schon. Also ich trinke dann einen Schluck und der Christian den Rest. Dann mache ich den Christian heute. Du machst den Christian. Na, er hat am Telefon gesagt, egal was sie dir sagt, nimm ein Bier mit. Weil ein Maifi ja, weil Bier er macht's. Nimmt immer ein Bier. Ja, ja. Ich hab's bloß eigentlich, dass das gefällt. Bleibt. Ich habe jetzt natürlich kein Glasel, das ist ein bisschen blöd. Das passt ja gut. Ich habe einen Becher, wenn du magst. Oder du nimmst du aus der Flasche. Ja, weißt du was, ich habe noch eins. Aus der Flasche, aber wenn du einen Becher raufschleppst, dann nützt mir jetzt den oder Becher. Oder wir machen zwei auf und du trinkst, was du magst. Und weißt du, hast gleich zwei Bier. Also, das ist ja Wahnsinn. Ich will dich nicht verführen. Schlosstrunk. Du kannst ja wieder zumachen. Ja, weil wir auf den Schlossganger gehen sind. Ja. Weil wir auf König Ludwig Spuren sind, stimmt's. Haben wir einen Schlosstrunk. Kein Schnackelbier? Weißbier. Achtung. Nein, kein Weißbier, helles. Bist gut. Das ist ja lächerlich. Es ist gar nicht geschüttelt worden. Nein, überhaupt nicht. Prost. Rosi, auf dich. Prost. Auf Gesundheit. Auf Gesundheit. Das ist das Wichtigste. Prost. Und? Wunderbar. Ist jetzt schon okay, oder? Sehr du musst gut. Das ja nicht ganz drin. Mach einen Schnackler zu, weil sonst fällt es um. Das passiert nicht mehr immer in Christian. Dauernd. Ach so, das mache ich. Du hast recht. Echt, das passiert einmal. Du musst dir den Rest ihm dann einmal mitbringen. Einmal. Schau her, da sind die Fleischpflanzl? Yes. Ah, okay, wunderbar. Ja, ein bisschen klar sind sie komischerweise. Ja, ich brauche gar nicht Messer. Magst du ein paar Radi? Das ist gut. Und was ich mir sagen hab lassen. So, das ist halt. Du magst gerne ein Ei auf dem Berg, oder? Stimmt das? Bist du bei uns einmal in der Brotzeit, da koche ich immer Eier. Schau her, da bin ich jetzt nicht sicher, weil ich kann Fleischpflanzl, aber Eier, da weiß ich aber die Zeit nicht. Der Becken, es kann nichts schief gehen. Warte mal, deren das da wieder neu bräseln. Okay. Das. Ja, warte mal, ich habe ein Salz. Nein, ein Salz hat der. Schau, Salz und ein Pfeffer auf der anderen Seite. Wahnsinn. Das also, ist ein. Das ist daher, dann können wir Ei da haben. Du, das ist Luxus. Das ist Luxus? Das ist Luxus. Da kannst du Ei da haben. Auf dem Berg Salz und Pfeffer für Ei. Was hast du die Haut? Du bist der Sieger. Ich bin der Sieger. Ich bin der Sieger. Jetzt müssen wir das hier ab. Schön. Irgendwie habe ich es abgeschreckt, aber scheinbar nicht nur. Das ist gut. Warum so gerne Ei? Isst du in der Früh immer Ei? Nein. Unsere Amelie, die isst immer gerne Ei. Aber. Und das ist wirklich auf jeder Berg, du hast ein Ei dabei. Mhm. Ja. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ja, das schmeckt gut. Du, darf ich? Ja, bitte. Und ein Radi? Wunderbar. Magst du noch was dazu? Mm. Schau ich noch, was ich noch hab für dich. Magst du hast bisschen, den unendlichen. Hast du ein bisschen Paprika? Gesund. Lebst du bewusst gesund? Mm. Ich bin immer der Meinung, wenn man sich bewegt, dann braucht man auch was zum Verbrennen. Und wenn man natürlich weniger bewegt, dann ist es schon schwieriger. Aber wir sind Genussmenschen. Ich bin ein Genussmensch. Na, der soll mal der Schweinsbraten sein, oder? Ja. Ja? Ja. Du wirst wahrscheinlich mit Felix, deinem Burm und deinem Mo, eh nicht aus der Fleischnummer rauskommen, oder? Der Felix, der liebt Fleisch. Und der liebt auch Schweinsbraten und alles Deftige. Der Christian, der liebt Nudeln. Und die Amelie, die ist eigentlich, ja, mag auch alles. Wenn's daheim ist, isst sie alles. Wer kocht? Du. Mhm. Immer, oder? Mhm. Ja. Ganz traditionell verteilt. Machst du das gern? Christian macht die anderen Sachen. Und ich mach alles, was Haus ist, Haushalt. Mhm. Von Anfang an ich so mach's, aufgeteilt. Ich mach's gern. Weil ich hab immer gekocht, wenn der Felix oder die Amelie, die ganzen Schulfreundinnen oder die Schulspätzeln bei uns waren, die haben halt immer mitgegessen. Und ich finde das ganz wichtig, auch für die Kinder, dass bei uns halt immer alles war ein offenes Haus und wo es auch was zu essen gibt. Jetzt kennst du den Christian schon sehr, sehr lange. Ihr habt
30. Hochzeitstag gefeiert. Mhm. Und du wärst 60. Das heißt, die Hälfte deines Lebens bist du mit dem Christian verheiratet. Mhm. Ja, die Hälfte meines Lebens. Niemals bereut? Einen Tag bereut? Nein. Absoluter Glücksfall. Wirklich wahr. Nie bereut. Immer schön. Christian, das ist, ja, sagt so, immer ehrlich. Mhm. Ganz ein ehrlicher Mensch, der immer das sagt, ganz ehrlich sagt, auch jedem anderen. Und das ist was Besonderes. Da kann man sich verlassen drauf. Es ist. Pflanzt nicht umeinander. Nein. Aber ich bin immer ganz schwierig, so über die inneren Gefühle zu reden. Da lasse ich mich gar nicht so immer aus der Reserve locken. Ja. Aber es ist natürlich schon ein Glücksfall, wenn du den triffst, irgendwann einmal, wo es absolut stimmt und passt. Klar. Ja, streitet ihr überhaupt nicht, ihr zwei? Eigentlich nicht. Echt nicht? Über so eine lange Zeit? Wir haben schon mal andere Meinungen, das ist ja klar, eine Diskussion, aber so streiten richtig nicht. Weil ich denke auch immer, was hat ein Streit? Ein Streit ist ganz was Blödes. Erstens ist unser Leben kurz und in so einem Streit bleibt immer irgendwas zurück und das sollte nicht sein. Es ist irgendwo ein Knacks da, wenn man ein bisschen zu weit geht, dass man den anderen verletzt und das ist unmöglich. Ja, das denkt man sich natürlich, aber denke ich mir oft. Und trotzdem habe ich oft eine Wut und dann schmeißt man da einmal die oder denkt sich, Mensch, passiert dir nicht? Mhm. Nein, passiert mir nicht. Unglaublich. Und er? Christian auch nicht. Der ist schon, früher war es noch ein bisschen anders, ich bin sehr unpünktlich. Und die sagen immer noch in meiner Familie, ich bin unpünktlich, aber ich fühle mich sehr pünktlich. Aber ich habe jetzt zum Beispiel keine Uhr dabei. Mhm. Und auf jeden Fall ist das ein schlechter Zug von mir. Und dann, das weiß ich dann, dass die dann warten. Und Gott sei Dank gibt es halt so Telefone, so Handys, wo man dann sagen kann, aha, ich bin erst da. Und dann ist es besser. Aber früher war es schon arg. Und da ist der Christian schon immer ein bisschen grantig geworden. Aber das regt ihn auf. Ich hab's wieder hingebügelt. Ist er nachtragend dann? Nein, gar nicht. Nein. Du warst 16, wo du den Christian kennengelernt hast. Mhm. Und man sagt, bei ihm war es sofort, er sofort gewusst, dass er verliebt ist. Er hat mir später erzählt, er hat eine Freundin gehabt und dann hat er sofort Schluss gemacht. Sofort? Wie er von dem Rennen heimgekommen ist, wo ich halt da Zuschauerin war. Und da haben wir uns beim Skirennen kennengelernt im kleinen Walsertal. Mhm. Und da habe ich halt einen Christian gesehen, der ist gestürzt und hat aber nicht so verbissen einen Stecken reingehauen und irgendwie so reagiert, sondern hat gelacht. Und da habe ich mir gedacht, hey, das ist jetzt einer, der jetzt nicht gleich so zwider ist, sagt man in Bayern, so grantig reagiert nach dem Sturz. Und das war der Moment. Das war der Moment. Mhm. Das heißt, er hat dir auch gleich gefallen? Ja. Ja, war das gleich von Anfang an? Dann zack, wir sind verliebt und wir sind zusammen? Oder hat er ein bisschen braucht, dass er die überlegt? Ja, ich war ja in. da müsste er jetzt selber dabei sein. Nein, er hat halt mir die Ski gewechselt im Skikeller und hat richtig die Ski gewechselt. Und ich habe Mützen gestrickt und habe mich bedankt so mit Mützen. Er wollte immer weiße Mützen, so wie Toni Seiler. Ja. Und dann habe ich halt, mich so revanchiert. Und naja, das war halt eigentlich einmalig, weil es sehr spannend. Das hat eine Schurzeitel gedauert, bis man dann mal überhaupt sagt, wie gern man sie hat und so. Ja. Das war ja alles spannend. Das ist ja nicht. Jetzt kommen wir, ich mag die und aus. Und, sondern mit das Mühe. Hat schon einige Jahre gedauert, bis man dann so weit war. Dass wir das geht langsam halt, okay? Ja. Vielleicht ist das aber auch ganz gut. Das ist gut, ja, auf jeden Fall. Weil wir haben ja erst dann, wie wir 30 waren, geheiratet. Das wollte ich auch fragen, das hat dann relativ lang gedauert. Mhm, ja, also wir sind halt Ski gefahren, der Christian auch. Jeder war halt in seinem beschäftigt. Und die Herrenrennen finden ja immer woanders statt als Damenrennen. Jeder hat seine Welt gehabt einfach. Jeder hat so seins gehabt, aber so, jeder hat schon gewusst, dass er sich auf den anderen verlassen kann. Nach so langer Zeit, ist es eine unspektakuläre Art eines Heiratsantrages? Oder ist das, dass man so, jetzt kann man mal. Nein, das möchte er rauslocken, wo das passiert. Na gar nicht, interessiert mich einfach, muss aber auch nicht sein. Nicht, dass ich neugierig war. Der Christian, der hat das. Ja, du bist schon neugierig ein bisschen. Echt, oder? Ja. Sag mal, wenn ich zu neugierig, dann lass mal. Nein, das war in Kanada. Da waren Skirennen und es war also Ende der Rennen. Und ja, irgendwo haben wir das immer unausgesprochen schon gewusst, dass das so ist. Das ist aber so überhaupt nicht ausgesprochen. Aber es ist dann ganz anders gewesen, wie man sich so vorstellt, mit irgendwie Blumenstrauß und so. So romantisch stellt man sich das als Frau vor. Genau. Hm. Hat er nicht gemacht. Wenn ich jetzt das sage,
Was wird er denken, ohne dass er dabei ist? Er wird schauen, so hat es gesagt. Meinst du? Ja. Es war auf einer Rolltreppe, das kann ich sagen. Es war auf einer Rolltreppe. In Kanada. Genau. Auf einer kanadischen Rolltreppe. Genau. Das ist doch eine super Sache. Wir sind es noch mal gefahren. Jetzt ist es noch mal gefahren, ja. Die Rolltreppe. Na ja, gefreut hast du dich in jedem Fall. Jetzt ist ja aber auf das drauf, dass ich so viel verraten habe, aus meinem Innersten raus, Mensch. Genau. Wer hat euch eigentlich als Musikexperten in diese Chartshows da gebracht? Meine Tochter bewundert euch für das sehr. Aber ich glaube, die Meinungen sind geteilt, oder? Unsere Kinder, die mögen es überhaupt nicht, dass wir da mitmachen. Und deswegen haben wir es jetzt auch nicht mehr gemacht. Nicht mehr, oder? Aber, nein, das war damals so eine nette junge Frau. Und die hat uns eben da hingebracht und dann jedes Mal, ihr müsst wieder kommen und unbedingt. Ja, seid ihr so Musikexperten, dass ihr da so? Null. Also, da ist man ja vor so einer Bluebox und dann kommt ein Titel nach dem anderen und der Christian redet sich ums Leben und ich habe keine Ahnung. Und es ist aber schon ganz, ganz witzig, weil die schneiden die ja dann so kurz zusammen. Und das haben wir auch gar nicht im Griff. Was denn Felix und Amelie? Aber ich habe es selber auch noch nicht angeschaut, weil ich mag mich selber gar nicht anschauen im Fernsehen. Ja, weil ich da schon gesehen habe. Ich dachte, Wahnsinn. Weil ihr habt so mit einer Emotion, haut ihr da eure Meinungen raus. Und Felix taugt das gar nicht dafür. Amelie und Felix, die sagen, Papa, was macht ihr da überhaupt? Die Mama und du, fürchterlich. Das geht doch nicht. Und die mögen es nicht. Jetzt machen wir es nicht mehr. Jetzt fällt mir was ein. Ich habe für dich auch was dabei. Ein Gipfelgeschenk. Ich habe mir gedacht, was kann ich ihm jetzt eine Freude machen mit was? Das ist ein Musiker, weil du jetzt über Musik redest. Ja, ja. Und ich sag dir, das Einzige, was ich in meinem Leben sehr vermisse, ist, dass ich kein Instrument gelernt habe. Ehrlich? Und dass ich, das tut mir sehr, sehr leid und das ist sehr schade. Und aus dem Grunde schenke ich dir was. Und zwar ist das was Altes. Und ich habe gesagt, Christian, du musst da so ein Bierl rausrücken. Das sind von Christian, sein Urgroßvater, Bilder und Lieder, so gestanzeln. Der hat die illustriert. Und das passt für dich. Dann kannst du mal da draus was singen. Dann singst du mal was da draus. Gern. Ja. Vielen, vielen Dank. Das wäre ich sehr in Ehren heute. Was kann ich dir irgendwie am Gipfel du was musst bringen? Mir doch nichts schenken. Aber jo, das ist doch eine Erinnerung. Das super. Ist ja schön vielleicht. Von 1918? Genau. Da war alles Heino noch nicht drin. Ja, ist das gedruckt worden. Aber das war ja, der hat ja 1800. Noch früher. 9 oder so ist er geboren. Super. Das muss ich, danke dir. Das wäre mir in aller Ruhe. Ja. Also das sind Christian und meine Gestanzeln, weißt du. Ja. Aber wir waren natürlich auch im Rolling Stone Konzert und sowas interessiert uns auch natürlich. Sehr klar. Ja. Alles eine klassische Musik. Du wärst 60. Das heißt, manche sagen, 60 ist das Tor zum Alter werden. Hast du da so wehmütig im Moment? Ja? Gar nicht. Überhaupt nicht, gell? Nein, überhaupt nicht. Ich bin toi, ich habe alles gesund und soll es mal anders kommen, dann muss man es auch akzeptieren. Man kann es ja nicht ändern. Und ich muss sagen, ich habe. So die Heidi, das ist mein Vorbild, meine ältere Schwester, die ist ja so ein positiver Mensch, die hat auch schon so viel mitgemacht, selber verletzt, eine Niere verloren. Und so lauter so Sachen, wo ich mir sage, Mensch, wie die umgeht mit und wie positiv die ist. Auch die Evi, die meistern das und in meinem Umfeld kenne ich eigentlich solche Leute. Ja. Und wenn jemand nicht so ist, dann versuche ich, dass ich ihn rausbringe aus der schlechten Phase. Ich denke immer, Mensch, denk also an was Gutes und mach es das. Das schaffst du immer. Das bist du, also ja, das versuche ich zu schaffen. Geht da auch nie der Dampf aus, irgendwie, dass man abends hier sitzt und sagt, jetzt glaube ich auch nicht mehr drauf. Das weiß ich. Rosi, du wirkst so zeitlos. Also es ist wirklich so, ich habe die, weil ich das erste Mal gesehen habe, als 15-Jähriger, warst du eine schöne Frau und du bist es immer noch. Und man denkt sich dann, wie ist das für dich mit dem Älterwerden? Also merkst du das Alter an dir selbst auch? Körperlicher Art? Ja, das ist Aussehen, ja klar. Dass man nicht mehr so viel Kraft also hat oder aufs so. Aussehen, da achtet man eigentlich ja wenig. Also da bin ich eigentlich da nicht sehr wenig. Eitel. Ja, ja. Ich denke mal, man kann es ja auch nicht ändern. Und ein Gesicht ist ja erst interessant, wenn es Falten hat. Ja, aber dennoch hast du. Und aus dem Grund denke ich, zum Beispiel jetzt so ein Künstler, der malt ja erst jemand, wenn er wirklich. Der mal der ein Gesicht hat. Wenn er ein Gesicht hat. Ja. Und wenn ein Gesicht nur glatt ist und schon ein Alter hat, jetzt, was weiß ich, 70 Jahre oder 60 Jahre und da lebt nichts in dem Gesicht, das ist ja schrecklich.
Und du siehst es also schon, wenn du so in den Spiegel schaust, siehst du ja, schon da, die Rosi, die da schau ich gar sich verändert nicht. Hat. Ich schau ungern in den Spiegel. Also ich schaue in den Spiegel, denke ich mir, oh, die Haare können jetzt wieder mal geschnitten. Und dann denke ich mir, okay, jetzt im Fernsehen, wie man da geschminkt wird, die hat jetzt das vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja. Und das so? Ist jetzt ein bisschen arg. Und eigentlich so achten dann, also sagen wir mal, meine Amelie, die achtet dann schon drauf. Sagt Mama, also du kannst jetzt schon ein bisschen was tun. Ich tue mir zum Beispiel die Haare tönen. Ich hätte ganz graue Haare. So wie du wahrscheinlich. Und ich wollte es mir rauswachsen lassen. Also ja. Das erlauben mir meine Schwestern und meine Tochter nicht. Das ist das Einzige so. Ja. Aber im Prinzip nicht eitel. Nein, glaube ich nicht. Der Christian eitel? Nein, überhaupt nicht. Der Christian ist nicht eitel? Nein, der ist überhaupt nicht eitel. Der tut sich die Haare immer selber rasieren. Ja. Weil er jetzt keine Haare mehr hat. Und früher war er das ein richtiger Wuschellockenkopf. Und die Kinder, die haben jetzt gesagt, hey Papa, hast du mal Haare gekauft? Ja, so ist das. So ist aber die das. Finden den bestimmt total schön, so wie er ist, oder? Weil die Kinder kennen es so. Na klar, und mengen das so. Ist denen ja auch nicht wichtig, dass der, ob der Papa Haare hat oder nicht. Das ist er schön für die? Also absolut. Findest, du findest absolut, na klar. Sagst du ihm das auch? Ich glaube, bei einem Mann so ist die Schönheit nicht wichtig. Das sind wirklich die inneren Werte. Und sagen wir mal, so ein sportlicher Typ oder der, einer, der also Ausdauer hat und der mal ein bisschen ja, was durchzieht und so, das ist für mich wichtiger. Aber so das Aussehen ist jetzt nicht das. Klar denke ich mir, Mensch, jetzt bei diesen Fußballmannschaften und so, das ist jetzt ein hübscher Kerl. Ja. Gell? Aber andere sind dafür wieder interessanter. Aha. Glaubst du, dass du eine gute Oma warst, wenn du an die Vera schwurzt? Darfst du darauf rein? Ja, total, total. Ja? Ja. Wissen das deine Kinder? Oder der Christian wünscht es schon immer. Und der sagt immer, Kinder, jetzt wird es einmal Zeit. Und so. Das sagt er, hat er schon immer gesagt. Und auch zu Amelie, das macht nichts. Und ein Kind und ein Enkelkind, das wünscht man schon. Ja. Schon? Ja. Das war so eine neue Lebensphase, wo du natürlich sagen kannst, natürlich. Und weißt, man muss ja auch noch eine bestimmte Jugend haben, dass man mit denen was unternehmen kann. Ja. Und das war, ja, das ist doch schön. Es war dann richtig schön abgerundet. Aber es kommt, wie es kommt. Gell? Und was kommt noch? Was hast du noch vor? Gibt es so Sachen, wo du sagst, die möchte ich unbedingt noch schaffen? Ja, da gibt es ja immer wieder was. Wenn jetzt mir nichts einfällt, dem Christian fällt tausendprozentig was ein, was ich übermorgen mache. Ja. Und das weiß ich auch noch gar nicht. Ich bin eigentlich so jemand, der sehr spontan so im Tag, dass irgendwas kommen kann und dann ist es halt so. Auf alle Fälle eine gemeinsame Zukunft. Ihr könnt euch ja alter miteinander vorstellen, sonst wahrscheinlich nicht. Absolut, wirklich. Absolut. Okay. Ja, ja, hoffentlich bleibt es lang so. Und dann, ja. Dann wobei, kommt, ist der Gedanke manchmal da, weil ihr macht so viel miteinander, ihr seid so stark miteinander. Irgendeiner wäre ja zuerst gehen müssen. Ja, denkt man an das? Das denkt man schon mal. Denke ich mir, Menschenskinder, aber solche Gedanken, die tue ich eigentlich ganz schnell wieder, aus dem Kopf bringen. Mhm. Und das ist nur immer so, sagt man, es ist halt immer so der Gedanke, wenn man jetzt mal Pflegefall wäre. Mhm. Gell? Das ist ein arger Gedanke. Du sagst, Menschenskinder, lieber gleich einmal schnell abtreten, als wie jemand anders zur Last fallen. Aber also mir würde es jetzt keine Last sein, jemanden zu pflegen oder so. Aber trotzdem, solche Gedanken macht sich, glaube ich, jeder. Aber weißt du was, momentan sitzt man in dieser wunderbaren Gegenwart. Und für mich war das ein riesengroßes Glück, Rosi. Ein schöner Tag, dass du mit mir mitgekommen bist. Ja, ganz schön. Mir hat es richtig Spaß gemacht, dass du mich wieder raufgeführt hast. Das ist ja dein Heimat. Auf König Ludwigs Spuren. Auf König Ludwigs Spuren. Und wir schauen schon hinunter, schau, aufs Landl, aufs goldene Landl. Und einmal stoßen wir noch. Und du machst mich betrunken. Das war mein Plan. Prost. Prost, Rosi, danke dir. Du hast jetzt fast mehr getrunken wie ich dieses Jahr. Ich hab einen Durst gehabt.